Das Flugzeug, 11. September und so, da ist ja ein Flugzeug reingeflogen, exakt in den Bereich des Pentagons, wo Donald Rumsfeld, damaliger Verteidigungsminister der USA, einen Tag vorher vermeldet hat, dass über 1 Trillion Dollar, also eine Billion, 1.000 Milliarden an Geldern nicht nachweisbar sind. Also sie wissen nicht, wo das Geld hingegangen ist. Und genau in diesem Bereich des Pentagons waren damals die ganzen Daten über diese Gelder gelagert. Dann flog da eben dieses Objekt rein, wo es bis heute keine richtige Bildaufnahme gibt. Und dann waren die ganzen Beweise vernichtet. Aber dieses Pentagon, das ist nicht ein, sondern dreimal bestohlen worden von Boeing. Normalerweise würde man ja denken, wenn die Macht beim offiziellen Staatsapparat und Justizapparat liegt, dann würden die Boeing einstampfen oder sie würden es komplett privatisieren. Also das würde ich mir vielleicht denken, wenn ich der mächtige Staat bin und ich sehe, ein Unternehmen beklaut mich mehrmals und versucht sich so Informationen einzuholen, um Vorteil beim Staat zu haben oder Vorteil gegen anderen Konkurrenzunternehmen gegenüber, dann würde ich sagen, ich stampfe die ein. Aber das ist nicht der Fall.